Hier ist wieder Fat Fred von Fatspielen.de mit der 24. Partie League of Legends. Ich spiele heute Soraka, das Sternenkind. Und wir schauen mal, was uns hier an Gegenständen empfohlen wird. Erstmal ein Feenamulett. Alles klar, nehme ich doch gleich mit. Heiltrank kaufe ich auch. Und dann schauen wir mal, was ich hier noch machen kann. Ich kann ja vielleicht für die Stiefel schon was kaufen. Nein, 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 aber für den Stein der Weisen kann ich schon mal die Perle der Verjüngung einkaufen. Hervorragend, alles klar. Und weiter geht's. Ich gehe mal irgendwo mit jemandem auf die Lane, denn wie ich schon mitbekommen habe, ist Soraka eine Supporterin. Okay, wir supporten also heute ein bisschen und schauen mal, was wir da alles machen können. Auf jeden Fall bin ich mal ganz gespannt, ob Soraka tatsächlich auch eine Anwärterin ist auf meine Lieblingsheldin. Ich habe ja immer noch keinen Lieblingschamp und bin immer noch auf der Suche nach irgendeinem Champ, den ich mir vielleicht auch kaufen würde. Letztes Mal habe ich ja Nasus gespielt, zweimal. Der war eigentlich ganz cool, aber hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, dass ich sagen würde, den müssen wir auf jeden Fall weiter mal spielen. Jetzt schaue ich mal, ob Soraka vielleicht die richtige für mich ist. Okay, gucken wir mal. Q-Spell, auf jeden Fall Skill. Das ist der Sternenregen. Den sollte man laut Empfehlungen auch ruhig spammen, da er auch die Schadenswellen, dass die kumulativ sind. Das heißt, es addiert sich, je nachdem, was wir da für einen Schaden machen. So, also, Sternregen trifft einen nahen Gegner. Aha, aha, aha. Gut, was haben wir denn noch? Astralsegen stellt Leben wieder her und gewährt Rüstung. Das ist doch auch mal sehr, sehr schön. Damit können wir also befreundete Einheiten heilen. Dann haben wir Aufladen. Das kann Mana wiederherstellen und beim Gegner magischen Schaden zufügen und den silenzen. Auch nicht schlecht. Was können wir hier noch machen mit R? Das ist also unsere Ulti. Stellt bei allen verbündeten Champions sofort 200 Leben wieder her. Das ist ja mal geil. Das ist ja ein richtiger Lebensretter. Gefällt mir jetzt schon. Ich spiele eigentlich gerne Supporter. Ich habe ja auch bei Dota immer am liebsten Furion gespielt. Oder tatsächlich Omni-Knight. Auch einer meiner Lieblingshelden bei Dota. Und vielleicht ist ja Soraka hier auf gleicher Ebene. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Und werde mal mich hier ins Getümmel stürzen. Zusammen mit, ist das Ashy? Ich glaube schon. Hennessy ist jedenfalls dort. Aha, wie es aussieht, ist der Sternenregen nicht anvisierbar. Das heißt, man trifft automatisch in der Nähe befindliche Einheiten. Und wir gucken kurz mal auf Tab. Oh ja, Ashy ist richtig. Immerhin, einen Helden, einen Champ-Namen habe ich mir schon mal gemerkt. So. Oh, 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 oh. Da bin ich fast gestorben. Krass. Wie haben sie das denn geschafft? Das ging ja richtig fix. Beinahe musste ich mein Leben lassen. Dann sollte ich mir mal schauen, ob ich dann vielleicht dementsprechend mir die richtigen Spells aneigne. Mein Leben hängt hier am seidenen Faden. Heiltrank habe ich auch nicht mehr. Die habe ich eben gerade schon verbraucht. Oha, da werde ich auch schon gleich wieder. Oh, 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 oh. Fuck. Oh, das war knapp. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Jetzt habe ich ihn gerade. Astralsegen stellt Leben wieder her. Oh. Jetzt ist er aber ein bisschen zu weit vorgewagt. Den konnte ich jetzt nämlich auch nicht. Dem konnte ich jetzt auch nicht helfen gerade. So. Kann auch der Astralsegen bei mir Leben wiederherstellen? Ja, kann er. Sehr, sehr gut. Das ist also ein Spell, der nicht nur für meine Verbündeten gilt, sondern auch für mich. Dann habe ich jetzt also mehrere Möglichkeiten, hier mal den Gegnern zu entkommen. So, neue Stufe. Da werde ich gleich mit meinen Astralsegen gleich mal wieder skillen. Denn, oha, mein Leben ist hier wirklich stark gefährdet. Jetzt also wieder ein bisschen was gut gemacht. Und schon wieder was mitgekriegt. Also Leben hat die Frau nicht viel. Also Soraka, du machst mir hier doch ein bisschen Sorgen. Sieht nicht so gut aus. 590 Leben habe ich. Damit bin ich auch maximales Leben. Damit habe ich rund 100 weniger oder sogar mehr noch als meine beiden Gegner dort. So. Aber immerhin kann ich mein Leben wiederherstellen. Das können die nicht. So, jetzt also mal immer wieder ein bisschen was mitgeben. Vielleicht kann man mit den Sternregen auch so ein bisschen Last hitten gegen die Vasallen. Das wäre eigentlich auch mal eine Idee. Ich versuche das jetzt gleich mal. Ne, jetzt hat es nicht geklappt. Dafür war dann doch zu wenig Power dahinter.
Man muss sich nochmal darauf achten, dass ich das gut dosiere. Könnte er mit dem Sternregen dann auch dementsprechend so ein bisschen Farm holen. Okay. So, ich bin also hier alleine, was natürlich irgendwie blödsinnig ist. Zum einen, weil ich jetzt hier ein bisschen ins Hintertreffen gerate. Zum anderen, weil ich ein Supporter-Champ bin. Und Supporter-Champ alleine auf einer Lane ist nun wirklich absoluter Bullshit. Da bräuchte ich eigentlich jemanden, der jetzt hier bei mir ist. Sind denn alle da? Ich meine, vielleicht ist auch irgendjemand abwesend. Aber wenn nicht, dann wäre es vielleicht ganz schlau, wenn ich hier jemanden bekomme. Und Ashy ist wieder da. Ja, immer noch Level 2. Das ist natürlich nicht so schlau. Hat sich da so ein bisschen irgendwo hinten angestellt. Mal schauen, wie weit wir kommen. So, Bondakra am Tower. Schade, dass der Tower ihn nicht angegriffen hat. Das wäre es jetzt mal. Und Hennessy ist wieder da. Kann jetzt hoffentlich auch mit mir hier die Lane rocken. So, Bondakra kann einfach noch auch mal ein bisschen was mitnehmen. Hier mit einstecken, würde ich sagen. Da kann ich ja immer mal wieder einen mitgeben. Ist ja auch immerhin Nahkampf-Champ. Könnte ich natürlich auch mal das zu meinem Vorteil nutzen und dann immer mal wieder raufschlagen. Aber Hennessy macht hier gerade gar nichts. I just feed now, come on. Wer ist denn da überhaupt los? Jetzt muss ich mich natürlich wieder heilen. Auch nicht Sinn der Sache, dass der Supporter sich mal selber heilen muss. Ja, Solo top, das ist schlecht, aber ich war eben gerade Solo Bot. Ich könnte natürlich jetzt oben helfen. Mache ich vielleicht auch. Der scheint mir ein bisschen mehr drauf zu haben. Ich glaube, unten bringt es nichts, wenn ich Hennessy helfe. Kann sowieso nichts. Dann doch gleich lieber Marcel. Der ist hier oben. Und der scheint mir doch ein bisschen mehr drauf zu haben. Schauen wir mal. Marcel. Da spielt Xerath. Und hat immerhin bisher ausgehalten und ist nicht kein einziges Mal gestorben. Und das, obwohl er hier zeitweise gegen zwei spielt, das spricht doch für ihn, würde ich sagen. So, ich habe jetzt Wunsch. Ich kann also sämtliche Helden retten auf der Karte. Mit 200 Leben, die ich wiederherstellen kann. Sehr, sehr coole Sache. Oh, oh, jetzt werde ich erstmal Marcel. Hallo, warum geht das denn nicht? Habe ich nicht gerade geheilt? Ey. Habe ich ihm? Ich habe ihn doch gerade geheilt. Krass. Wow, der hat ja wirklich sehr, sehr viel abbekommen. Das ist ja echt bitter. Da konnte ich nicht mal irgendwie gegen anspellen. Das war schon ziemlich bitter. Schade. Schade, schade, schade. Da habe ich schon supportet und dann sowas. Tja, gut. Ich muss dann vielleicht auch mal langsam mich hier auf noch mehr AP vorbereiten. Sonst komme ich gar nicht mehr weiter. So. Ich müsste eigentlich auch mal wieder einkaufen, aber so viel Geld habe ich noch gar nicht gesammelt. Ich bin ein bisschen underfarmed. Könnte ich vielleicht nochmal einen Sternregen raushauen. Boah. Betäubt. Na, kriege ich den noch mit? Ah, shit. Ja, war nicht schlecht. Aber hat nicht ganz gereicht. Hätte ich jetzt Schuhe? Hätte ich jetzt irgendwas? Ich kann nix spellen gerade. Toll. Schade. Schade, schade, schade. Aber ich bin absolut out of Mana. Und konnte dann auch nichts weitermachen. Echt blöd. So, jetzt vielleicht auf Kultic. Jetzt sind wir hier zu dritt oben. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen dumm platziert, außer wir sind hier gerade am Gang, was aber nicht der Fall ist. Dann schaffen wir es ja vielleicht hier, die Top-Lane ein bisschen durchzupushen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir den Tower ja runter. Immerhin ist er schon auf der Hälfte, aber da kommt auch schon Bondakra und reißt uns hier so ein bisschen zurück. Oha, ich muss mich jetzt wieder selber heilen. Ja. Also ich glaube, ich rufe mich mal zurück. Einfach nur, damit ich mal wieder Mana bekomme und auch bessere Items. Aber so helfe ich hier niemandem. So. Also, was wurde mir empfohlen? Stein der Weisen, den kann ich auf jeden Fall kaufen. Und Stiefelchen wären ja auch nicht schlecht. Dann kann ich ja vielleicht einfach mal mir schon die Stiefel dazu kaufen. Und dafür 700 Gold, die ich dann hoffentlich bald habe, geht es dann auch weiter. Okay, alles klar. Sparen wir also ein bisschen. Schauen, was wir machen können. Hier oben. Was ist denn hier passiert? Warum steht der denn da rum?
Krass. Oh, jetzt hätte ich den auch wahrscheinlich heilen können, oder? Ja, mit Wunsch. Aber wer weiß, ob das noch geklappt hätte. Jetzt vielleicht aber geht Kulchich down. Sehr, sehr schön. Und jetzt könnte ich ihn hier heilen. Habe ich jetzt auch gemacht. Hab mein Ulti gecastet. Der ist entkommen. Sehr, sehr gut. Immerhin ein Leben gerettet heute. Keine schlechte Ratio. Aber vielleicht geht das ja sogar noch besser. Jetzt vielleicht hier. Komme ich jetzt mal nach vorne. Jetzt hat natürlich Framob nicht aufgepasst. Und jetzt geht er auch wieder zurück. Schade, schade. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht auch noch sterbe und dem hier Ganzen zum Opfer falle. Jetzt aber vielleicht nochmal von vorne. Er hat doch jetzt auch aufgeheilt. Könnte jetzt eigentlich auch noch was bringen. Aber die sind natürlich wieder doppelt so schnell wie wir. Und da kommen wir nicht mehr hinter an. Tja. Und dann heißt es wieder mal zurückgehen. So, Bonda klar. Auch noch da. Jetzt vielleicht ihn hier, den haben wir übrigens hier doppelte Ausführung. Einmal in unserem Team, einmal woanders und ich bin betäubt. Da muss ich aufpassen. Kommt da jemand von hinten? Ja, ist aber einer unserer Mates. So, wer ist das für ein Held? Pantheon. Pantheon ist also der Held, den wir sowohl bei uns haben, als auch im gegnerischen Team. Erinnert so an eine Legion. Scheint ein ziemlich starker Nahkampfheld zu sein. Oh ja, oh ja, oh ja, da könnte was klappen. Jawoll! Erster Kill! Das ist doch mal richtig gut gelaufen. Auch von Framob sehr, sehr schön mitgespielt. Gut ausgespielt. Habe ich mich auch noch geheilt. Dann kam er nicht mehr zurück und dann hat er es gefinisht. Sehr, sehr schön. Sorakas erster Kill! Und da rufe ich mich doch gleich zurück und hole mir die Stiefel. Ja. So sind die Frauen, immer wieder Schuhe kaufen. Alles klar. So. Da sind wir und gehen weiter. Wir können auch mal in der Mitte supporten. Vanter spielt hier Garen, glaube ich. Ist das richtig? Jawohl. Garen, so heißt der Champ. Und braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Support. Ist schon Level 10, was ziemlich geil ist. Ist damit hier auch mit Abstand ganz, ganz weit oben. Aber auch der kann bestimmt ein bisschen Support gebrauchen. Ich werde ihn dann gleich mal healen. Und dann können wir uns hier nach vorne schmeißen. Und vielleicht auch mal die Mitte ein bisschen pushen. Oben sieht es ja ganz gut aus. Und da haben wir ja auch eben gerade einen fertig gemacht. So. So, ich habe meine Stiefel. Verbessert die Abklingzeit. Das ist sehr gut. Gerade wenn ich hier meinen Q-Spell, meinen Sternenregen spammen möchte, brauche ich natürlich auch dementsprechend eine kürzere Abklingzeit. Also auch für mich so als kleinen Caster und Supporter eine schöne Wahl, schönes Item. So, wir sind hier also, spielen gegen Sejuani und Smashing Pumpkin spielt auch wieder Ashy, glaube ich, genau. Mal schauen, wie wir hier in der Mitte zurechtkommen. Kein Wunder, dass unser Garen extrem guten Level hat, da er hier alleine gegen zwei gekämpft hat und natürlich auch doppelt Erfahrungspunkte abgesahnt hat. Ja, was ist oben los? Da ist Pantheon am Start und metzelt gegen unseren Tower. Macht den hier fast weg. Sollte ich mich da vielleicht mal hin teleportieren? Das sieht ja nicht so gut aus. Vielleicht kann ich den noch retten. Ich versuch's mal. Gehe also in die Teleportation. Werde dann gleich mal schauen, was ich hier noch reißen kann. Oh, gegen den Zabotel, ja, immerhin geht er da zurück. Aber lässt sich, glaube ich, nicht so richtig abbringen hier. Ich könnte vielleicht noch einmal raufgehen. Jetzt nochmal mich heilen und ihn blocken. Passiert da noch was? Kriegt er noch einen Schuss weg? Oh, komm, komm, bitte, komm. Oh, jetzt ist er natürlich viel zu lahm. Ich bin zu lahm. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Toll. Jetzt krieg ich auch noch so einen Pfeil, ey. Nee. Nee, komm. Oh, ist das bitter. Scheiße. Oh. Das sind so eine Situation, wo man eigentlich... Oh, jetzt stirbt er auch noch. Ey. Das sind so eine Situation, wo man eigentlich die Tastatur nehmen müsste und aus dem Fenster rausschmeißen müsste. Echt. Boah. Zum Kotzen. Hat dieser Fall mich noch erwischt? Ich kam nicht mehr raus, konnte mich nicht mehr healen. Alles für den Arsch. Boah. Nee. Also, das sind solche Situationen, von denen träumt man dann nachts. Albträume. Und man will dann nie wieder League of Legends spielen, aber gut, übertreiben wir nicht. Eine schlechte Aktion ist noch lange nicht alles vorbei. So, Fähigkeitsstärke. Ich will mehr Mana-Regeneration. Ich brauche auch mehr Mana. Also das geht auch echt nicht mehr klar hier. Aber ich brauche was anderes für mehr Mana-Regeneration. Was habt ihr denn noch für mich? Hier plus Mana, plus Rüstung. Ah, das will ich alles nicht. Was ist der? Was kann der? 180 Leben. Es muss doch irgendwas Schöneres geben für die Mana-Regeneration. Ich bitte euch. Da vielleicht. Ja, das habe ich ja schon. Na gut, nehme ich das aber mal.
baue also erstmal diesen Glücksdolch. Das auch nochmal. Und das nächste Mal gibt es dann den Kodex obendrauf. So. Also bisher mein kleines erstes Fazit nach 15 Minuten sozusagen in dem ersten Drittel. Mein Fazit nach dem ersten Drittel. Soraka ist von den Fähigkeiten her, ich finde es eigentlich ganz cool. Erinnert tatsächlich an den Omni-Knight von Dota so ein bisschen. Finde ich eigentlich ganz cool. Gefällt mir. Aber kommt mir doch ein bisschen schwach vor, beziehungsweise doch ein bisschen schwer für Anfänger. Auf jeden Fall scheine ich wirklich sehr, sehr wenig auszuhalten und irgendwie auch ganz, ganz oft nur mit dem blauen Auge davonzukommen und eben gerade auch die Situation, das war schon ein bisschen bitter. Ach, vielleicht passiert es auch noch nicht. Supporter ist natürlich auch immer darauf angewiesen, dass das Zusammenspiel im Team natürlich auch super läuft und das ist vielleicht auch noch nicht so richtig gegeben. Also, ich würde sagen, so ein richtiges Fazit kann ich nicht ziehen, auch hier nach diesem ersten Drittel. Eigentlich gefällt sie mir. Eigentlich ist es ein cooler Champ und ich mag ja auch die Supporter und ihre Fähigkeiten. Das heißt, eigentlich kann ich mich noch nicht beschweren. 1:1 meine Statistik, bisschen durchwachsen und so, aber okay. Also, ich finde, das ist alles noch im Rahmen. Ich bin noch hoffnungsfroh und bin sehr gespannt, was hier passiert. So, Garen habe ich nochmal kurz geheilt. Da konnte er noch was machen. Kann ich ihn noch aus der Ferne healen, habe ich jetzt auch nochmal gemacht. Aber meine Ulti wird auch nichts mehr nützen. Er wird wahrscheinlich jetzt hier sein Leben verlieren und ich muss weiter in der Mitte alleine farmen. Oh, vielleicht hat es doch was gewirkt. Wäre natürlich schön, wenn ich jetzt durch diese Fernaktion ihm tatsächlich noch das Leben gerettet hätte. Wenn ich es nicht gerettet hätte, dann, naja, jetzt ist es sowieso vorbei. Schade, schade. Ich habe es nur verzögert, aber er musste dran glauben. Ja, insgesamt sieht es irgendwie nicht so gut aus, habe ich das Gefühl. Dort oben wird schon der zweite Tower angegriffen. Unten ist auch schon einer tot. Der zweite ist auch schon stark angenagt. Ich konnte meine Supporterrolle bisher noch nicht so gewinnbringend einbringen. Ich habe einmal ein Leben gerettet, ein anderes Mal nur den Tod hinausgezögert, verzögert und irgendwie, ja, müsste ich jetzt eigentlich da oben hin, anstatt hier alleine wieder zu sein und hier mich wieder zu ärgern. Da ist ein schöner Zweiter. Ich bin hier alleine und das ist alles falsch. Und ich muss mal schauen, dass ich da oben mal was heile. Oh, 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 ja. Tja. Kriegt ihr noch mit? Ich hab einfach nur Pech. Ja, jetzt bin ich auch verlangsamt. Schön. Ja. Also, tja, muss man nichts mehr zu sagen, oder? Ich meine, tja, so viel Pech, wie ich heute habe, ich weiß gar nicht, wie ich das kosmisch ausgleichen soll. So viel Luck kann man gar nicht haben. Aber diese zwei Aktionen jetzt hier gegen Pantheon, das ist einfach nur echt bitter. Naja, egal. Geht weiter. Wir schauen mal, was wir hier noch machen können. Garen ist jetzt gerade in der Rückwärtsbewegung, den könnte ich ja ein bisschen supporten. Dafür bin ich ja da. Kriegt dann nochmal gleich einen Heal mit. Ich kann auch einen Sternenregen noch casten, aber da geht er jetzt schon wieder zurück. Und will gar nicht dort weitermachen. Oh, also die hält ja auch nichts aus. Eine Fähigkeit von der und ich habe schon wieder nur ein Drittel meiner Lebensstärke. Das ist schon hart. Das ist echt hart. Aber jetzt vielleicht. Na siehste. Garen hat es geschafft. Sehr gut. Haben wir noch einen Tod bekommen hier. Ja. Ja, schlecht, wenn man als Supporter so wenig aushält, dass man sich eigentlich die ganze Zeit selber healen muss. Dann ist diese Rolle doch irgendwie ein bisschen deplatziert. Und man kann sie nicht so richtig ausspielen, die Trümpfe, die man hat. Wie sieht es eigentlich aus? Im Moment stelle ich also 320 Leben wieder her. Das ist schön. Ich brauche auf jeden Fall auch mehr Ability Power, was wir hier in den Klammern sehen, damit ich auch mehr heilen kann pro Spell. Das auf jeden Fall. Den E-Spell habe ich bisher nicht gecastet. Auch noch nicht geskillt. Finde ich ein bisschen mau, dass man nicht selber sich selbst Mana herstellen kann. Dann bringt mir das auch nichts. Wäre natürlich geil gewesen, hätte man sein eigenes Mana herstellen können und dann sich perma healen können. Dann wäre es mal eine andere Geschichte gewesen. Wenn das aber nicht möglich ist, dann ja, dann lasse ich erst das erstmal und kümmere mich um andere Spells. Rechts schon durchgepusht. Guckt euch das an. Das ist krass. Rechter Tower durchgepusht und jetzt kriegt er den nicht mehr klein. Oh Mann. Oh, es ist bitter. Oh, ist das bitter. Also, Gegner haben echt Luck gesoffen.
ohne Ende. Und komme hier wirklich mit den kleinsten HP-Balken davon. Schade, schade. So, ich bin erstmal in der Mitte. Oha, da könnte ich One-Tear, könnte ich hier zielen. Aus der Ferne, sobald er es braucht. Ich komme ihn ansonsten erstmal entgegen. Ja, reicht auch so. Kriegt er noch ein W-Heal mit. Und dann reicht das auch. Ein Astral-Segen. Also, Garen ist fürs erste Mal sicher. Und ich bin jetzt viel mehr under attack. Bonakra kommt. Bin ich alleine? Nein, unser Pantheon ist auch dabei. Hat sich jetzt zu mir gesellt. Mal schauen, ob was wird. Jetzt sind wir hier immer zu zweit. Ashy ist auch da, zu dritt. Aber trotzdem, ich glaube auch langsam, dass unsere Champ-Zusammensetzung, unser gesamtes Lineup ein bisschen stinkt. Also irgendwie bräuchten wir zum Beispiel irgendjemand, der stunnen kann. Oder wenn er es könnte, der es dann auch tut. Denn es hilft ja überhaupt nichts, wenn die Leute andauernd wegrennen können. Ja, und jetzt kommt schon das erste Aufgeben. Ja, jetzt habe ich sogar mein Ulti jetzt hier gewastet. Könnte tatsächlich gar nicht mehr hier was machen. Schade, ey. Ja, also ich glaube, unser Matchup ist ein bisschen verkorkst. Und irgendwie bräuchten wir eigentlich echt einen Stunner. So, ich werde hier schon hinter dem Tower angegriffen. Die wagen sich jetzt ja auch schon eine Menge vor. Jetzt aber Garen vielleicht, kriegt der Bonderkraft. Framap ist auch dabei. Immerhin. Ein verdienter Sieg. Dieser kleinen Schlacht. So. Da geht's weiter. Doku. Verstehe auch noch nicht so lange, wie das hier mit der Abklingzeit hier steht, dass ich den Zauber nicht anwenden kann, was ich nicht so richtig durchblickt habe. Warum nicht? Mit dem Sternregen. Also, da steht zwei, dass ich den manchmal nicht anwenden kann, das verstehe ich nicht. Kann mir das vielleicht jemand erzählen? Das wäre mal ganz interessant. Ich kann manchmal den Sternregen nicht anwenden, wird das automatisch aktiv, wenn Gegner da sind, aber manchmal geht das dann auch irgendwie nicht. Also irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor. Mal gucken. Doch, jetzt geht's. Hm, vielleicht tatsächlich. Vielleicht kann ich den, ist das so eine Art Schutz, damit man es nicht wastet, dass man tatsächlich dort den Sternregen nur casten kann, wenn Gegner in der Fläche, in der Gegend sind. Naja, kann ja sein. Hier ist alles möglich. So, Ashy wird hier nochmal von mir geheilt. Tja. Und dann müssen wir schon wieder zurück. Ich muss aufpassen, bin immer noch verlangsamt. Tja. Das war zum Beispiel was anderes. Das war beim Omni-Knight bei Dota doch anders. Der hatte ja eine Slow-Aura. Und das hat dann schon ein bisschen was gebracht. Gerade wenn dich jemand verfolgt hat oder so, war das schon ein ziemlicher Vorteil. Und ein bisschen sowas Richtung Slowing oder Stunning würde ich mir hier auch wünschen. Insbesondere überhaupt für unser gesamtes Team, weil dort ja gerade absolut das absolut mau ist. So, machen wir also das hier erstmal. Fähigkeitsstärke ist auch sehr, sehr gut, dass ich mich darum mal kümmere. Kann jetzt zum Beispiel hier schon immerhin plus 52 und hier plus 81 healen. So, muss ich hier jemanden retten? Sieht nicht so aus. Aber jetzt gleich vielleicht doch. So, Ulti gewastet wahrscheinlich. Jetzt nochmal ein Heal. Der kam zu spät. Und Schaden mache ich ja sowieso nicht mehr. Hey, doch! Mein zweiter Kill. Dass ich das noch erleben durfte. Nicht schlecht. Da hat er sich aber auch ein bisschen zu weit vorher gewagt. Also hätte ich das jetzt nicht geschafft, dann wäre es auch echt sehr, sehr bitter gewesen. Das wäre schon die dritte sehr, sehr bittere Situation, die ich dann nur durch massives Pech hätte versacken können hier. Oh, jetzt geht's aber weiter. Und wo wir gerade beim Thema Sacken sind, da hat mich Bondakra auch gleich mal weggefetzt. Also, ich würde mal sagen, Soraka wird auf keinen Fall in den engeren Kreis meiner Lieblingshelden gehören. Es gibt Champs, mit denen ich wirklich von Anfang an viel besser zurechtkam und die ich auch für ein bisschen einfacher spielbar halte, aber auch für besser spielbar halte. Und
selbst im Thema Support oder für diesen Bereich habe ich schon bessere Champs gesehen oder die mir mehr lagen auf jeden Fall. So, Raka gehört hier was nicht dazu. Vielleicht mache ich auch gerade was massiv falsch. Kann auch sein. Ich meine, ich spiele jetzt erst zum 24. Mal League of Legends. Das ist ja auch nicht so viel. Besonders wenn man bedenkt, dass ich mir eigentlich nebenbei auch nicht irgendwelche Zusatzinfos hole, sondern einfach das Learning by Doing mache und natürlich auch auf viele nette Kommentare von euch auf euch baue, die ihr immer wieder droppt. Und kann auch sein, dass ich jetzt gerade massiv falsch spiele, dass man zu Raka gar nicht als Supporter, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das ist eine Supporterin. Also wenn das nicht stimmt, dann ist das Spiel korrupt, dann kann das gar nicht sein. Aber vielleicht mit anderen Items besser. Obwohl, ich habe jetzt empfohlene Items genommen, die auch jetzt für mich auch relativ Sinn ergeben. Also Mana-Regeneration zum Beispiel, mehr auf AP gehen. Also das ist eigentlich alles, was sehr, sehr viel Sinn macht, finde ich. Würde mich jetzt wundern, wenn das alles mega Fail wäre. Optimierbar ist alles, aber so richtig in Trott komme ich ja auch nicht. So. Gehen wir nach vorne hier. Oha, da werde ich gleich mal wieder... Ich kriege mal wieder Deck ein mit. So, jetzt habe ich die gesilenced. Bondakra gesilenced. Da war ein Stun. Dass ich das noch erleben darf. Nach der Zeit hier. Und immerhin. Terminiert. Mal eine gute Spezialaktion von uns allen. Auch mal eine gute Gang. Hat man ja sonst auch selten hier. Dick einen mitbekommen hier. Ich heile mal alle so ein bisschen und gehe mal nach oben. Ja, oh oh, ich gehe wieder zurück. Hier gibt es nämlich was zu tun. Und wo es was zu tun gibt, da muss ich sein. Ashes erst Level 8 ist halt auch mal ein Mega-Fail. Muss man ja auch mal sagen an der Stelle. Hat sich da, ja... Aber ich weiß auch nicht, wie absolut gefeedet die anderen sind, dass jetzt hier auch sie mit einem Kill, mit einem Schuss gekillt werden kann. Ja, und der nimmt sich hier auch nichts. Also das ist ja auch heftig. Also ich weiß auch nicht, ob... Vielleicht liegt das alles auch gar nicht an Soraka. Oh ja, klar. Mach noch eine Dreifachtötung, mein Freund. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vielleicht nicht der Beste bin, aber mein Team auch so ein bisschen feedet. Ja, Ashe zum Beispiel mit 1 zu 8 und Seraph mit 1 zu 7. Es ist natürlich auch heftig und dann sehen wir auch hier im Umkehrschluss, dass Bondakra zum Beispiel mit 10-5 ja auch schon ein bisschen dick gefeedet wurde, aber na, ob ich das jetzt darauf schieben kann, weiß ich auch nicht. Sonst eigentlich relativ ausgeglichen, finde ich, insgesamt von den Kills her, 24-26, ist eigentlich nicht schlecht, aber tja, mal schauen. Hier ist jedenfalls schon unser erster Tower weg. In der Base. Und wir kriegen hier eine Doppeltötung und Sonstwachtötung hintereinander weg. Tja. Es gab ja schon eigentlich Situationen, die schlechter aussahen, wo ich mehr Hoffnung hatte. Aber hier sieht es irgendwie ganz bitter aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir dieses Spiel noch reißen können. Ich vertraue nicht weder meinen Fähigkeiten hier, Soraka zu spielen, als auch den Fähigkeiten meiner Teammates. Ist auf jeden Fall auch ein Spiel, wo ich niemanden hier für besonders hilfreich, ehrenvoll oder sonst irgendetwas ehren werde. Teamgeist oder was man auch immer noch alles machen kann. Das Team kommt nicht so richtig in Trott und ich werde auch nicht so richtig warm mit meiner kalten Nachtelfen-Lookalike-Champ, den ich hier habe. Soraka, das Sternenkind. So, hier wird Pantheon verfolgt von unserem Garen. Ich bin aber auch lahm wie eine Ente. Obwohl ich hier Lauftempo habe, habe ich das Gefühl, ich bin unglaublich lahm und komme bei allen möglichen Sachen nie hinterher. Kann ich da noch einen Silence hinterher? Ja, gesilenced habe ich ihn. Na, immerhin. Das war eigentlich gar keine schlechte Gang. Pantheon hat auch noch aufgepasst. Konnte auch noch ein bisschen was machen.
Das war eigentlich ganz gut. Ist hier jemand? Nee. Alle vier hier. Vielleicht können wir auch mal gemeinsam nach vorangehen und ein bisschen pushen. Denn hier steht sogar der Tower noch. Das muss man sich auch mal vorstellen. Wir haben bisher nur einen Tower dort und einen hier abgerissen. Das sind zwei Tower nur. Wenn wir das mal vergleichen mit dem, was wir verloren haben. 1, 2, 3 in der Mitte. Unten. 2 oben. 5, 6, 7. 2 zu 7 Tower. Und das halt schon bitter. So, ich werfe mich aber mal rein. Voll Mut. Und hau da wieder ab. Voll Angst. Oh, dieser. Es haut auch rein. Das ist echt Wahnsinn. Jetzt muss ich mich hier wieder zurückziehen und schauen, dass ich was machen kann. Ulti nochmal schnell casten. Oh, Marcello, bitte lebe. Lebe, lebe, mein Freund. Oh. Ja, und das war's dann auch für mich. Tja, tja, tja. Das läuft einfach nicht rund. Das war eigentlich das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mit meinem Champ so schlecht klarkomme, dass ich auch selber eine negative Statistik habe. Könnt ihr mal in die letzten Let's Plays reinschauen. Da habe ich meistens eigentlich selber privat persönlich einen relativ guten Job gemacht, jedenfalls was die Zahlen anbelangt. Obwohl ich oft die Spiele auch verloren habe mit meinem Team zusammen. Aber in diesem Spiel ist das keine gute Leistung auch von mir persönlich. Und ich weiß auch einfach nicht, wie ich hier mit Soraka so richtig noch warm werde. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr passieren. Und das wird auf jeden Fall ein Champ werden, den ich mir nicht noch einmal ins Boot holen werde. Das kann ich hier nochmal machen. Ja, guck mal hier, wie weit die hier schon. Jetzt haben sie diesen Tower auch noch mitgenommen. Das ist ja auch mal bitter. Also, Soraka wird es wahrscheinlich kein zweites Mal geben. Vielleicht, wenn ich von euch ganz, ganz viele hilfreiche Tipps bekomme, wie man Soraka spielt. Und wie es doch Spaß macht, mit ihr zu spielen. Aber ansonsten ist mir alles zu mau. Ihre Skills sind eigentlich zu schwach, selbst für einen Support-Hero. Für meinen Geschmack jedenfalls. Ansonsten angriffstechnisch gar nichts eigentlich und unglaublich wenig Leben oder geht unglaublich schnell down. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht an Leben, an der Rüstung, an allem so ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich ja schon oft gegen ein, zwei Schläge schon so den Kürzeren ziehen müssen, dass ich auch gleich ins Gras gebissen habe. Ist dann doch ein bisschen mau. Und hier mein Sternregen. Ist auch einzige offiziell aggressive, offensive Skill, den ich habe. Spell, aber auch der kann irgendwie nicht so viel. So. Midlane, alle sind gerade irgendwo und viele sind auch tot. Da wird mich wahrscheinlich gleich einer heimsuchen. Ich kann mich mal gleich hier wieder zurückrufen. Wenn ich mal in der Mitte bin und da weitermache. Garen kommt jetzt auch. Level 16 bin ich eigentlich bei allen so mit dabei. Nur Ashe ist halt mit Level 8 und 1 zu 9 völlig woanders. Totalausfall eigentlich. Ashe hier in unserem Team. Kann man auch mal so sagen. Also wenn du so willst, es ist eigentlich auch nur ein 5 zu 4. 5 gegen 4. Mal schauen, ob wir hier ein 2 gegen 1 gewinnen. Gegen Doku. Und da haut er auch schon wieder ab. Natürlich. Vielleicht kann Garen da noch rankommen. Nee. Und mal wieder richtig viel Pech gehabt. So, ich werde angegriffen. Ich hoffe, dass Garen das sieht. Ja, da ist er auch. Und da kommt schon der nächste. Jetzt müssen wir wahrscheinlich beide zurück. Sonst wird das ein bisschen schlecht hier werden. Nee, er will kämpfen. Na gut, dann soll er's. Dann bin ich dabei. Jetzt war der Tower da und wir gehen wieder zurück. So, Ashe ist jetzt auch da. Ist ein Hin und Her.
Wir können uns noch nicht so richtig entscheiden, ob wir jetzt ein Go machen oder nicht. So, ist jetzt gesilenced. Oha, Hennessy, ja, da kann ich... Ich kann so schnell gar nicht healen, wie Ashy fällt. Geht überhaupt gar nicht klar. Und wir haben so viel Pech hier. Na, immerhin. Das hat was gebracht. Aber jetzt muss ich mal hier schauen, wie wir hier mit Bondakraft fertig werden. Immerhin kurz gesilenced, das habe ich noch hingekriegt. Ob Gavin da noch rankommt, weiß ich nicht. Nochmal ein Silence hinterher. Jawohl, sehr gut. Aber die rechte Seite wird uns hier schon raufgerissen. Ich werde mich zurückrufen, kurz was kaufen und schauen, dass wir hier unsere Hauptbasis deffen. Da sind die völlig durchgepusht, unbemerkt, halbwegs schon. Kann man ja schon fast sagen hier. Und ja, da hat der Gegner auch schon super Vasallen und unser Hauptgebäude, unser Nexus ist auch schon runter. Und ich würde sagen, verdienter kann man eigentlich nicht verlieren. Das haben wir gesamt verliert, gesamt verloren und gesamt verdient. Und tja, Fehleranalyse, das überlasse ich euch. Ich habe mein Bestes gegeben, habe auch in meiner Fehleranalyse das Beste gegeben. Was jetzt noch fehlt, das müsst ihr mir sagen. Macht es doch bitte und wir sehen uns. Euer Fat Fred von fettspielen.de.